Es ist so krank. So, so krank. Von der Alpenrallye noch. Sehr schöner Spot. Natürlich hin. Und noch ein vierter hinterher. Das kommt davon, wenn man hier rumsitzt und nur am Handy ist. Alter, what the fuck? What the fuck? Die ganze Zeit geht gar nichts. Und jetzt die zwei beiden noch. Es ist so krank. So, so krank. Alter, what the fuck? Maybach GLS. Scheiße, da waren 356 Speedster. Wo ist der jetzt? Von der Alpenrallye noch. Aus Kitzbühel sogar. Nummer 1930. Oh, da hinten geht hier 3. Sehr schöner Spot. Sehr schöner Spot. Muss ich natürlich hin. Sogar mit den durchsichtigen Scheinwerfern hinten. Der für ein Kennzeichen. Sehr clean. Und schwarz. Klärt mich mal gerne auf über das Kennzeichen in den Kommentaren. Ey, mach doch keine Geräusche bitte. Genau, da sollte noch ein Bentley kommen. Wobei, das ist dann doch nicht. Wo ist ein M3 Touring da? Da ist er. Sehr schön. Einmal scharf stellen bitte, dankeschön. Und noch ein dritter hinterher. Wo ist er? Da. Und noch ein vierter hinterher. Sehr geil. Gehen wir doch. Ja, hier nochmal. Und die Leute sind dazwischen. Wie geil ist das denn? Wartet mal, was ich gerade verpasst habe. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ja, es war tatsächlich der blaue SF90 mal wieder. Ja, ja, das kommt davon, wenn man hier rumsitzt und nur am Handy ist. Da kommt gerade noch Bentley, den will ich eigentlich auch noch kurz zeigen. Genau. Und jetzt setze ich mich wieder hin und bin wieder am Handy. Mega, so
eine Scheiße, ey. Da hinten sieht er ihn noch. Ach ja, der Fokus ist wieder da. Sehr schön. Teilhaben lassen will, sind meine Sorgen. Und zwar habe ich gerade das Problem. Ich stehe vor 1 Stunde 10 Videomaterial beim Mile 4 Vlog. Da bin ich nämlich gerade mit Schneiden. Ihr merkt schon, ich bin komplett hinterher mit Schneiden. Aber für euch ist es ja egal. Ich hoffe, dass ich, bis dieses Video hier rauskommt, einigermaßen wieder drin bin. Jedenfalls, da soll es aber gar nicht gehen. Ich stehe vor 1 Stunde 10 Videomaterial. Ich muss das als alles schneiden. Und vor allem muss ich dann auch noch die. Ich habe noch 11 Videos oder so in der Schlange. Und es kommen in nächster Zeit nochmal viele Tage, wo ich nicht Zeit habe zu schneiden. Das heißt, es kann sein, dass ich mehrere Videos an einem Tag hochladen muss oder so, weil ich irgendwie diese 11 Videos halt aufholen muss. Weil, Junge, sonst ist es irgendwann Herbst und dann habe ich 30 Videos oder so in der Schlange. Das ist halt auch scheiße. Deswegen muss ich da ein bisschen nachdenken. Aber an sich, ja, ich muss jetzt 1 Stunde 10 Videomaterial von Mile noch schneiden. Und dann dürfte es aber einfacher gehen und dann versuche ich halt mehrere Videos an einem Tag hochzuladen, damit ich dann irgendwie da reinkomme in das Ganze. Aber ich hoffe, euch wird das nicht stören, weil das wären dann keine allzu langen Videos. Aber es sind dann halt 2 an einem Tag, 1 in der Früh, 1 am Abend oder so. Muss ich schauen. Bei mir sind ja jetzt gerade Ferien, das heißt, für die, die dann auch in der Zeit Ferien haben, für die ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber sobald man in die Schulzeit reinkommt, wird es auch wieder schwieriger für mich beim Schneiden. Das heißt, ich muss jetzt die Ferien zum Schneiden nutzen. Ja, und was Spotten in Kitzbühel angeht, ist eher nicht ganz so krass. Es geht eigentlich im Moment nicht wirklich viel. Der SF90 kam vorbei, das fand ich sehr cool. Und halt vorhin die 2 krassen Porsches, aber sonst eigentlich nicht viel. Ich bin auch vorhin nochmal eine Runde gefahren, auch nicht wirklich viel gesehen. Es ist Feiertag, es ist Pfingstmontag, also ich hätte eigentlich schon gedacht, was wäre ein bisschen mehr als ihm. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Also es ist krank, was vorhin kam, aber es geht halt, es könnte so viel Standardzeugs kommen, es kommt so gut wie gar nichts. Endlich mal wieder ein Spot nach 10 Jahren. Aber dafür ein sehr schöner, wie ich finde. 7-8 Spire. Speed. Das dachte ich zwar gerade noch, aber trotzdem. Sehr interessante Spec. Beende ich hier das Video und diesen Kitzbühel-Trip. Ich habe den ja gestern schon quasi verabschiedet, indem ich euch gesagt habe, was wir erlebt haben. Deswegen werde ich euch heute nur erzählen, was ich heute erlebt habe. Und zwar habe ich am Anfang gesehen, 918 und CGT, richtig geil nochmal. Am Samstag schon mal gesehen, jetzt heute nochmal. Richtig geil. Dann auch blaue SF90. Auch sehr geil. Und dann noch ein bisschen Standardzeug, hätte mehr sein können, aber so Sachen wie zum Beispiel der AMG GTR, der 901 GT3 oder so, oder der Vantage Roadster, das ist so das Standardzeug, was ich sehen will. Davon gerne mehr nächstes Mal hier, Kitzbühel, ne? Bitte. Gestern fahren ja auch zum Beispiel mehrere F8er, sowas hätte zum Beispiel noch kommen können. Aber das war's jetzt für heute. Trotz allem hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Es ist halt immer ein schöner Vibe, aber heute hat es mich dann doch ein bisschen sehr enttäuscht. Ich dachte halt, Feiertag geht was. Vielleicht bin ich nochmal unterwegs die Tage, aber ich glaube es eigentlich nicht. Unter der Woche könnte halt nochmal was gehen, weil dann die Geschäfte wieder auf sind. Aber unter der Woche sind halt auch nicht so viele Urlauber da wie am Wochenende. Jedenfalls nicht aus München oder so, weil das halt ziemlich nah ist. Die kommen halt nur übers Wochenende. Jedenfalls soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es schon gefallen. Ich meine, wir haben mal coole Sachen gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao.